Moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schaut mal, was ich hier habe. Das aktuelle Ideaset. Man hört mich hoffentlich noch hinterm Karton. Die Polaroid SX70 Kamera von Lego. Erscheint am 1. Januar. 516 Teile. Set Nummer 21345. Ja, dieses Set bauen wir jetzt zusammen auf. Viel Spaß. Ja, da ist das gute Stück. Wie gesagt, die Polaroid One-Step SX70 Kamera in einem Lego Ideaset. Das aktuelle Set, 516 Teile, ist ja nicht viel. Das kriegen wir schnell zusammengeklöppelt. Deswegen gibt es auch ein Speedbild gleich. Die hat auch angeblich eine Spielfunktion. Man wird also hier das Foto irgendwie rausdrücken können, indem man auf den Knopf drückt. Es gibt dazu noch eine Cartridge, und die Älteren unter euch werden sich erinnern, so hat man mit Sofortbild, das war sozusagen das Instax der Vergangenheit. Also man hat ein Foto gemacht und es kam quasi sofort raus, allerdings musste es sich dann erst noch entwickeln. Wer das noch kennt, diese Fotos selber oder diese Ausdrucke, wie man auch es immer nennen möchte, die hatten auf der Hinterseite oder auf der Rückseite so kleine Taschen, und darin war, das war das ganze Geheimnis, darin war die Entwicklungsflüssigkeit, die dann sozusagen über das Bild geflossen ist und dabei entwickelt hat. Das war immer spannend, weil es, wie gesagt, nicht sofort wie hier sofort fertig entwickelt rauskam, sondern tatsächlich brauchte gefühlt 1-2 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, bis dann das ganze Bild da war. Und die waren nochmal leicht unscharf und die hatten so eine, also es gibt da eine ganze, es ist eine richtig schöne Ästhetik, die diese Fotos hatten. Heutzutage würde man sagen, da liegt ein Filter drüber. Naja, damals war es anders. Wir packen das mal aus. Wie gesagt, ist ein Ideaset, ist leider in diesem Karton zum Eindrücken, aber schauen wir und staunen wir. Lego hat Papiertüten am Start, also fast. So, Karton kommt mal weg, allerdings hebe ich den noch ein bisschen auf, deswegen schmeiße ich ihn jetzt nicht weg. Also wir haben tatsächlich Papiertüten, ich bin begeistert. Und sie sind nummeriert, allerdings nicht alles ist Papier, was glänzt bei Lego. Hier ist offenbar hier musste noch was aus Plastik nachgereicht werden. Sehen wir es Ihnen nach. Hier ist die Anleitung drin. Die kann man dann auch scannen. Und dann kriegt man nochmal 20 Ideas-Punkte. Wie heißt das noch? Früher hieß es VIP-Punkte. Also man kriegt Punkte, wenn man die Anleitung scannt. Aber das ist cool. Man kann zwar nicht mehr reingucken in die Beutel, aber es sind Beutel, Papierbeutel. Wie lange predige ich? Nein, ich predige gar nicht. Aber wie lange rede ich darüber? Seit der Pyramide, wo mal das erste Mal zumindest bei mir so ein Zettel drin lag, dass sie jetzt demnächst auf Papier umsteigen. Naja, freuen wir uns. Also eine Papiertüte. Oben perforiert. Gibt auch für Deppen wie mich direkt eine Anleitung, wie man die zu öffnen hat. Wir probieren das gleich mal mit Beutel 1. Ja, das geht schon ganz gut. Innen sind sie so ein bisschen glatter. Ja. Tüte leer. Jetzt habe ich natürlich die Tüte ausgepackt und nicht das, nicht die Anleitung. Kommen wir gleich zu. Aber in der Tüte nochmal zwei Papiertüten. Also tatsächlich nimmt es Lego jetzt sehr ernst. Und das finde ich großartig. Also auch die reißen wir schon auf und schmeißen die gleich auf den Bautisch. Hier kann man jetzt natürlich, wenn man jetzt einen Stein vergisst in der Tüte, das ist ein bisschen das Luxusproblem. Die muss man jetzt ein bisschen befummeln, dass man auch wirklich, dass man auch wirklich den letzten Stein da rausholt. Ich muss deswegen in die große Tüte nochmal gucken, aber das freut mich. Da bin ich wirklich dabei. Ich bin jetzt hier nicht der absolute Umweltverfechter und so, aber tatsächlich ist das, was den Müll angeht, auf jeden Fall ein Fortschritt. Auch hier den Beutel nochmal eben schnell durchknüdeln. Hier sieht man schon Print. Das ist ein Print, ganz eindeutig. Hier auch. Da ist ein sauteurer Teiletrenner, den muss man aufheben, der ist Gold wert. Ich weiß nicht, ob in dieser Tüte jetzt noch mehr Prints sind. Werden wir gleich sehen. So, jetzt das Handbuch auspacken. Das ist natürlich auch schon länger ist das schon so, dass die in so einem Pappschuber sind. Oh, guck mal, hier sind. Ich hatte mich zu früh gefreut, dass es ausschließlich Prints sind. Aber hier zum Beispiel, da sind die Polaroids. Und die sind aus Kunststoff. Ein bisschen flexibel. Und das ist, was ich meinte. So ist die Vorderseite. Die waren immer quadratisch. Also das war das Instagram der 80er oder 70er und 80er Jahre. Und auf der Rückseite waren sie so. Und hier waren diese Beutel, von denen ich eben sprach, wo dann sozusagen die Entwicklungs-, keine Ahnung, Chemikalien in das Bild kamen. Drei Stück sind dabei.
Ja, ich weiß inzwischen, dass das der Erfinder der, der dieses Verfahrens ist, also von Kodak, soweit ich weiß. Aber ich bin nicht ganz sicher. Das soll wohl die Freundin des Designers sein. Also Designers dieses Sets. Und das ist unschwer zu erkennen, wo ich wohne. Das Lego-Haus meine ich. Und ich hatte mich zu früh gefreut, es sind auch Sticker dabei. Ne? Ein paar Sticker sind dabei. Gut, sehen wir es Ihnen nach. Und eine Anleitung. Vorne, Polaroid-Kamera, das scheint ein Sticker zu sein. Genau, ne, das ist... Das ist der hier, ist also offenbar auch fast in, das ist 1:1 hier, so groß wird die dann. Und das ist auch ein Sticker. Und die Rückseite aber sehr schön farbig mit diesem Regenbogen, das sind halt die Farben von Polaroid. Gut, ich würde sagen, wir gucken einmal in die Anleitung rein. Da gibt es nämlich dann auch noch eine kurze Geschichte des Design, über den Designer und eine kurze Geschichte über den über die Kamera an sich. Und da ist es Edwin Land. Es ist Inventor, Entrepreneur, Artist and Scientist. Und das ist dann, keine Ahnung. Also so genau kenne ich ihn nicht, aber er sieht jedenfalls interessiert aus. Hier sehen wir die Originalkamera. Hände hoch, wer eine hatte. Und ja, hier sieht man dann noch so ein bisschen Geschichte. Wenn sich das, wenn sich da jemand für interessiert, ich gehe mal davon aus, dass das Set nur Leute kaufen, die auch wirklich schon mal mit diesen Kameras fotografiert haben. Hier sieht man so ein bisschen die Ästhetik. Ich hätte sogar ein Foto meines alten Katers, aber das müsste ich jetzt vom Regal holen. Aber so sieht man, so sehen die halt aus, so ein bisschen nicht ganz schillernd bunt, leicht unscharf, aber das hat eine gewisse Ästhetik, dieses Ding. So, und dann natürlich die Bauanleitung, wie sie so ist. Und ganz zum Schluss dann noch die Teilliste. Und das war's. Und ich würde sagen, dann fange ich einfach mal an. Ich sehe schon, ich brauche auch hier schon Dinge draus. Hier ist nochmal Plastik. Okay, sehen wir es, wie gesagt, sehen wir es Ihnen nach. Dass über 90% jetzt hier Papierverpackung ist. So, was hier drin ist? Wahrscheinlich Gummibänder, ne? Wie immer. Gut, ich fange einfach mal an im Speedbild und dann sehen wir uns gleich, wenn der erste Bauabschnitt fertig ist, wieder.
Ja, da ist sie fertig. Unsere Polaroid SX70 Kamera, ja, mit Funktion. Wir gucken uns kurz an. Als erstes, was positiv auffällt, ist, dass diese Streifen hier vorne gebaut sind. Das sind Plates, die aneinander gebaut sind. Das Objektiv sieht irgendwie cool aus, so war es auch. Es ist tatsächlich nichts mit Transclear, sondern alles schwarz. Man hat hier einen Knopf, mit dem man, ich glaube, damit wurde die Schärfe eingestellt. Das hat man nie wirklich gemacht, so Autofokus und so. Also an die Jüngeren jetzt hier, Autofokus und so gab es nicht. Man hat einen funktionierenden Sucher, mal sehen, ob ich das hier hinkriege. Da, ihr könnt da durchgucken. Und tatsächlich war das so. Also da war nicht irgendwie, also vielleicht bei moderneren Kameras war dann da noch was eingeblendet, aber tatsächlich bei den einfachen Polaroids war das einfach nur zum Durchgucken. Und das nannte man dann Parallaxe, also weil natürlich nicht exakt das fotografiert wurde, was man im Sucher sah, sondern das Objektiv ist ja ein bisschen versetzt, aber das nur am Rande. So, zu der Kamera an sich. Viel bunt innen, was man jetzt von außen aber nur noch erahnen kann, hier, wenn man so ein bisschen reinguckt. Finde ich aber gar nicht schlecht, weil Polaroid steht ja auch so ein bisschen für bunt und für hier auch mit den Streifen, die sind übrigens hier auch gebaut. Das ist aus meiner Sicht okay in diesem Fall und man sieht es kaum. Ich habe hier bei dem Aufkleber Bockmist gebaut, den hatte ich erst hier unten drauf geklebt, deswegen ist der hier oben jetzt so ein bisschen beschädigt. Aber naja, sei es drum. Das ist ein Aufkleber. Und dann gab es noch einen 1x3-Teil mit diesem Aufkleber. Wofür der ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kann man den dann austauschen. Ansonsten, aber hat auch Gewicht. Also es ist sehr lange her, deswegen kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob die echte Kamera auch so Gewicht hat. Aber sie soll wohl halb so groß sein. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern an meine eigene Polaroid-Kamera. Deswegen, aber sie machten, muss ja eigentlich auch, weil die Fotos waren auf jeden Fall breiter. Mini-Stickerbogen war dabei, paar Ersatzteile waren dabei, fast nur Papiertüten. In Tüte 2 war tatsächlich 2 Plastiktüten. Okay, gut geschenkt. Und es ist genau das passiert, was ich auch gesagt habe, man muss wirklich aufpassen. Es war nämlich dieses Teil hier oben, das war noch in der Tüte geblieben. Weiße Papiertüte, weißes Teil war da drin. Das war super. Da habe ich erst gesagt, es fehlt, aber dann habe ich nochmal in die Tüte geguckt. Ansonsten ist sie, hier sieht man ein bisschen bunt, ne? Aber auch wirklich nur, wenn man es so hochklappt. Ansonsten ist sie wirklich schön geworden. Sie spiegelt das wieder. Und das ist so ein bisschen Erinnerung. Man kann die sich zum Beispiel neben die Schreibmaschine ins Regal stellen und dann hat man so ein bisschen Erinnerung. Jetzt will ich euch aber noch die Spielfunktion zeigen. Hier ist der Film. Normalerweise wurde dieser Film komplett so als Cartridge in die Kamera gelegt. Also da waren dann immer 10 Bilder drin. Das ist hier natürlich jetzt schlecht machbar bei Lego. Aber hier ist es jetzt so, hier sind die Fotos schon drin. Ne? Die kann man da reintun. Das ist wie so eine kleine Cartridge. Jetzt hat man 3 Motive. Und wenn man jetzt die Kamera laden will, dann klappt man hier unten das auf und schiebt dieses Foto hier rein. Das rastet auch ein. Und dann kann ich jetzt ein Foto machen. Ich könnte mal ein Foto machen. Ich mache mal ein Foto. Nee, ich zeige es euch von da. Wenn man jetzt hier auf diesen Knopf drückt, zack, kommt das Foto heraus. Und wie am Anfang gesagt, natürlich musste es sich dann erst entwickeln. Manche haben es so geschüttelt. Dann sollte es angeblich schneller gehen. Aber wie dem auch sei, es kam auf jeden Fall das Foto raus. Ja, tolle Sache. Das ist die Polaroid-Kamera Lego Ideas Set und ich finde es cool, dass ich es schon vorab bauen konnte. Danke an Marc. Und ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.